Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. Heute geht es um den Joule-Thomson-Koeffizient, der wichtig ist bei der Beschreibung für reale Gase. Kennen Sie das, wenn Sie bestimmte Deos verwenden, bei denen Sie eine Druckgasflasche praktisch entspannen und damit das Deo auf Ihre Haut bringen, dass sich die Haut abkühlt, wenn Sie das verwenden? Oder ein anderes Phänomen, Sie pumpen den Reifen Ihres Fahrrades auf und fühlen, wie beim Pumpen die Luftpumpe langsam warm wird. Das beides hängt mit dem Joule-Thomson-Effekt zusammen. Erinnern wir uns. Für die innere Energie eines idealen Gases ist es eigentlich völlig egal, in welchem Volumen sich das ideale Gas befindet, denn es finden keine Wechselwirkungen zwischen den Teilchen statt. Das heißt, die Änderung der inneren Energie mit dem Volumen ist eigentlich für ein ideales Gas null. Anders ist es aber für reale Systeme. Und dort ist die Änderung der inneren Energie mit dem Volumen bei einer konstanten Temperatur gegeben über Pt. Das nennt man den Binnendruck des Gases. Analog können wir für die Enthalpieänderung mit Druckänderung beschreiben, dass das für ein ideales Gas eigentlich bei einer konstanten Temperatur null sein muss. Im realen Leben ist aber diese Änderung der Enthalpie mit Druckänderung gleich einem Wert Epsilon. Das ist der sogenannte isotherme Drosseleffekt. So, und wir können das Ganze jetzt zusammenführen. Dieses ist der sogenannte Joule-Thomson-Koeffizient, der uns angibt, wie das Gas sich verhält, wenn wir den Druck verändern, ob es sich zum Beispiel abkühlt oder erwärmt. Also das Verhältnis von dT durch dP bei konstanter Enthalpie. In anderen Worten, der Joule-Thomson-Koeffizient ist nichts anderes als das Verhältnis von dem negativen Wert der Enthalpieänderung mit Druckänderung bei konstanter Temperatur dividiert durch die Enthalpieänderung mit Temperaturänderung bei konstantem Druck. Und in anderen Worten, wenn wir jetzt noch andere Größen hier einsetzen, ist der Joule-Thomson-Koeffizient μT nichts anderes als das Verhältnis des negativen isothermen Drosseleffekts dividiert durch die molare Wärmekapazität. Man kann jetzt auch zeigen, indem wir zum Beispiel die Van der Waals-Gleichung einsetzen, dass wir den Joule-Thomson-Koeffizienten μT berechnen können aus 2 mal a, der Van der Waals-Größe a, dividiert durch r mal t, minus b, das war die andere Van der Waals-Größe, dividiert durch die molare Wärmekapazität bei konstantem Druck Cp. Es gibt jetzt eine besondere Temperatur, die sogenannte Inversionstemperatur. Ob ein Gas sich erwärmt oder abkühlt, wenn wir das Gas expandieren, hängt ja von den Wechselwirkungen ab. Wir hatten ja gesagt, beim Wasserstoff ist der Kompressionsfaktor immer größer als 1, während es bei polaren Molekülen wie Ammoniak zum Beispiel eben auch sehr starke Abweichungen kleiner als 1 geben kann, je nachdem wie der Druck ist. Das hängt mit diesen Wechselwirkungen zusammen. Und entsprechend ist auch der Joule-Thomson-Koeffizient davon abhängig, was wir für ein Gas haben, aber auch bei welcher Temperatur wir arbeiten. Und ob der Joule-Thomson-Koeffizient größer oder kleiner 0 ist, hängt von der sogenannten Inversionstemperatur ab. Die Inversionstemperatur, die kann man ausrechnen über die Van der Waals-Größen, das ist nämlich 2a durch rb. Wenn jetzt der Joule-Thomson-Koeffizient größer ist als 0, dann bedeutet das, dass wir bei Entspannung eines Gases eine Temperaturerniedrigung vorliegen haben. Das Gas kühlt sich also ab und die Temperatur ist dabei kleiner als die Inversionstemperatur. Umgedreht, wenn wir bei Temperaturen oberhalb der Inversionstemperatur arbeiten, dann ist der Joule-Thomson-Koeffizient μT kleiner als 0 und das bedeutet, dass bei einer Entspannung eines Gases eine Temperaturzunahme stattfindet. Das wollen wir mal anhand von zwei Beispielen diskutieren. Für Stickstoff ist die Inversionstemperatur bei 866 Kelvin.
Das heißt, wenn wir bei Raumtemperatur Stickstoff entspannen, kühlt sich Stickstoff ab. Und zwar um 0,3 Kelvin pro Bar Entspannung oder Druckdifferenz. Das können wir nutzen, um Stickstoff immer weiter abzukühlen, bis es sich verflüssigt. Verfahren, das dieses nutzt, ist das sogenannte Linde-Verfahren. Auf der anderen Seite haben wir Helium. Helium hat eine Inversionstemperatur von 35 Kelvin. Dort würde sich das Gas erwärmen, wenn wir es bei Raumtemperatur entspannen. Um Helium zu verflüssigen, müssen wir also unterhalb der Inversionstemperatur des Gases abkühlen, sodass wir dann bei Entspannung ein Abkühlen von Helium vorliegen haben, so lange, bis es sich verflüssigt. Jetzt sind Sie vielleicht nicht daran interessiert, flüssigen Stickstoff oder flüssig Helium herzustellen, sondern Sie denken vielleicht jetzt gerade bei diesem Video an nichts anderes als ein kühles Bier. Gehen zum Kühlschrank, öffnen ihn und finden einen gekühlten Raum vor. Da ist aber der Joule-Thomson-Effekt wieder am Gange. Denn in einem Kühlschrank komprimieren Sie bestimmte Gase und durch Entspannen dieser Gase kühlt sich das Gas ab und entzieht der Umgebung Wärme und damit kühlen Sie Ihren Kühlschrank. Wenn das Ganze wieder komprimiert wird, erwärmt sich das Ganze. Das ist die Wärme, die Sie hinten am Kühlschrank spüren. Früher hat man für diese Gase im Kühlschrank Fluorkohlenwasserstoffe verwendet, die sehr effiziente Joule-Thomson-Koeffizienten haben für den Kühlvorgang. Aber leider sind die entsorgten Kühlschränke schädlich für die Umwelt gewesen, denn die entweichenden Fluorkohlenwasserstoffe sind schädlich für die Atmosphäre, weil das Ozon in der Atmosphäre durch die sich bildenden Radikale der sich zersetzenden Fluorkohlenwasserstoffe in der Atmosphäre zerstört wird. Und deswegen musste man hier nach Alternativen suchen. So, jetzt wissen Sie, wie Ihr Bier gekühlt wird und haben ganz viel über die Veränderungen bei Druckänderungen in einem realen Gas gelernt. Vielen Dank.